Also ich werfe mit Stein auch um mich und diese Stärke als Guardian Forces. Ich sollte mal Feuer testen. Du greifst normal an. Anscheinend greift er nicht an, bevor wir eine Frage falsch haben. 45. Ach, das geht. Ist annehmbar. 56. Ja, das ist schwache Leistung. Das war nochmal ein Angriff. Und das ist über. Ohala, wert ab. Gut, du machst wieder deine Guardian Force und du hast Steinschleuder. Und du machst Blitz. Und du hörst an. Hier ist eine Frage für Gustav. Wie würdest du reagieren, wenn ein Mädchen von deinen Augen attackiert wird und du noch einschreiten kannst? Ah. Sag schon, was würdest du tun? Hast du einfach Angst, dich zu äußern? Oha! Was wird er antworten? Was wird er antworten? Gut, Steinschleuder 81. Wow! Also das ist eine gute Runde gewesen. Steinschleuder bitte auf den Schwarzmagier und du Feuer. Und du machst eine Attacke. Wie viel Leben der hat, ey. Und du Steinschleuder und du Feuer und du greifst an. Letzte Chance, Gustav. Ja. Ich würde wegrennen und Hilfe holen. Dann ist es vielleicht schon zu spät, aber du bist gerettet. Tapfer, Gustav. Tapfer. Aber du hast deine Schwäche eingestanden. Nun zum nächsten. Gustav, du Feigling. Aber du hast uns den Arsch gerettet. 6-6 und nix, noch eine 6. Leider. Dafür sind wir nicht stark genug. Oh, Steinschleuder bitte. Und du, Feuer. Ja, und du kriegst an. Oh, kann der bitte sterben? Ich mag ihn nicht. Warte. Steinschleuder, ja, Quetzalcoatl. Komm. Na, das ist ja schön. Dann können wir jetzt alle feiern gehen. Und gleich, ja, danach müssen wir unsere erste Äther einsetzen. In diesen Kampf. Feuer bitte. Und du. Phil, du bist der Nächste. Ist dir klar, dass die Welt wegen dir zerstört wird? Rot, oh ja. Das mit den Dämonen ist ein Versehen gewesen. Ich konnte das sicherlich gar nicht wissen. Sei ehrlich, du wolltest dich vor Rena beweisen. Also sie magst, oder? Stimmt's nicht? Ja, es ist wahr. Aber geholfen hat es dir nicht. Okay. Orala wird wahrscheinlich der Nächste sein. Rena wurde ja ausgeschlossen. Phil verfehlt, also der ist. Wie schwach der ist! Aber er wird noch stärker, so hatte ich in Erinnerung. Mystik, Steinschleuder, danach setzt du auch mal eine ein. Oder. Nee, du machst Feuer. Du setzt die Äther ein. Für Räder. Ja, 80, das ist gut. Phil wert ab. Ach, von mir aus. Ja, den Force, Steinschleuder und Feuer. Und du greifst an. Orala, du bist der Nächste. Du würdest alles dafür tun, ein Anführer der Truppe von Merox zu werden, oder? Warum bedrückt dich das jetzt so? Das geht dich gar nichts an, du dämlicher Bastard. Oh, gibt's ihn. Kommt, meine Lieben, jetzt gibt's Backfutter.
Morale hat sie ihn alle gezeigt und hat uns den Tod beschert. Okay. Aber er verwandelt sich nicht. Also normalerweise sollte er sich verwandeln. Ether auf Phil. Ja, bitte. Ach scheiße, das war der falsche. Ich wollte Orana damit beauftragen. Aber er hat gerade einen coolen Satz geliefert, also können sie ihn ja mal angreifen lassen. Okay, die Blitze sind so langsam, die kann man ausweichen. Steinschleuder. Oh, Schwarzmagier mutiert. Jetzt wird er gefährlich. Jetzt fängt er an, gefährlich zu werden. Steinschleuder, Materia Feuer und du greifst an. Hier habt ihr euren Kampf. Ihr seid schneller tot, als ich bis 3 ziehen kann. 1, 2, 3. Also wie zielst du? Wie zählst du bitte bis 3? Du bist tot. Wir sollen dich nochmal töten. Also, oh Gott, ein Blitz. Oh nein. Er wird jetzt wirklich gefährlich. Ja. Steinschleuder. Bin er eigentlich drauf? Morala, oder? Ja. Dann greifst du an. Und rächst dich. Keine Ahnung. Morgul. So heißt er also. Oh, Sensenmann. Ach, richtig gut, Regasorat Steinschleuder. Morgul ist gestorben. Schlag. 4 Erfahrung, also Level 13 hat Level und Hurricane. Orala Level 17. Und jetzt kriegen wir jetzt die Hitzekugel. Katzi. Ja, echt überrascht. Aber andererseits auch fröhlich gestimmt. Eine Schande für die Finden, die ihr Leben ließen. Sagt, was wollt ihr haben als eure Belohnung? Die Hitzekugel. Die lumpige Hitzekugel? Ich habe sie versucht zu benutzen, aber sie funktioniert scheinbar nicht richtig. Seid ihr sicher, dass sie dies alles ist? Ich weiß, es mag ein wenig viel verlangt sein, aber ich habe eine Bitte. Ich habe gehört, dass so ein reicher Mann das Geld kaum eine Rolle spielt. Ja, da habt ihr recht. Sagt, worauf wollt ihr hinaus? Wisst ihr, meine Heimat, Mirox, wurde von Monstern angegriffen. Nun arbeiten alle daran, die Stadt wieder aufzubauen. Leider können wir dadurch ihre Tätigkeiten nicht mehr nachgehen und ihnen fehlt Geld. Genauso fehlt ihnen Geld, um die vielen Handwerker zu bezahlen. Wir würden um eine kleine Spende bitten. Nun gut, so soll es sein. Hier, ich gebe den Handwerkern das und Mirox wieder zusammengeschustert haben, wie ihr es gehört. Ich habe gehört, es soll viele Angriffe in letzter Zeit gegeben haben. Es erscheint mir, es muss irgendwas passiert sein. Ja, ist es auch. Halt die Klappe, Gustav. Was ist denn vorgefallen? Die Angriffe der Monster, es liegt an den wenigen Soldaten in dieser Gegend. Keiner tut mehr was gegen sie, meine ich. Ich werde mir etwas überlegen. Ich denke, ich werde nächsten Monat ein Treffen mit Cornelius machen. Dann besprechen wir die Lage meiner Städte. Ich bedanke mich herzlich. Nimm also dies. Hitzekugel. 20.000 Gil ist verdammt viel. So viel können wir nicht annehmen. Doch, können wir. Das ist mein Aufwand, dass das Mindeste aussieht. Was sind schon 20.000? Hab Dank. Wollen wir die behalten? Okay, damit hätten wir schon 2 Kugeln. Wohin führt uns der Weg nun hin? Nicht so schnell. Wir sind keine Tiere, die Tag und Nacht rumlaufen können. Doch, sind wir. Ich kann übernachten, wann ich will. Ich möchte aber auch nicht nach jedem bisschen eine Pause machen. Ihr habt Nerven. Wieso sollte der Typ da drin nichts von der Sache mit den Dämonen wissen, Dämonen? Ganz einfach. Ich will nicht, dass die ganze Welt davon weiß. Es würde überall Hektik ausbrechen. Andererseits war es ein Freund meines Vaters. Ich kann ihn nicht zu seiner Situation und seinem Tod erzählen. Wenn er nächsten Monat ein Treffen machen will, bekommt er es aber mit. Hast du keinen Grips im Gehirn, oder?
Wenn wir nichts unternehmen, wird es keinen nächsten Monat mehr geben. Wir werden es auf jeden Fall schaffen. Auf jeden Fall, sag ich doch. Ich bin nur ein einfacher Soldat und ihr seid zwei dieselben.